Die Materie ist von Haus aus dunkel, weil es ist die tiefste Dichte. Es ist die Welt von, des Satans. Wir brauchen keine Angst vor der Hölle haben, wir leben in der Hölle drin. Mhm. Und das, der Sinn des Ganzen ist, hier wieder rauszukommen. Einige sind inkarniert, um welche zu befreien und dann gemeinsam andere herauszuholen. Andere sind inkarniert, weil sie die Erfahrung machen wollten. Sie wollten die Erfahrung der Dunkelheit machen. Und um rauszukommen, brauche ich eine Indigo-Seele. Und zwar die höchste von den Indigo-Seelen, die Venusier-Seele. Ohne die komme ich hier nicht raus. Mhm. Das ist der Sinn des Ganzen. Und man kann jederzeit, wenn man eine Seele hat, auch eine Indigo-Seele erhalten, wenn man die nötigen Erkenntnisse, die nötigen Reue, die nötige Demut, Dankbarkeit, das heißt alle die hohen göttlichen Gefühle entwickelt, die hohen göttlichen Charaktereigenschaften, wenn man die entwickelt, dann steigt man auf. Mhm. Man kann sich das nicht auf Seminaren antrainieren, ich gehe jetzt mal auf ein Indigo-Seminar, mhm. ich gucke mal, wie ich Indigo werden kann. Sondern es kommt darauf an, wie du dich im Innern entwickelst, ob du eine Demut entwickelst gegenüber der Welt, gegenüber den anderen Lebewesen, gegenüber Gott. Oder ob du mehr dein Ego lebst, deinen Stolz, deine Würde und kämpfst für deine Grundrechte. Schöne Sache, mhm. aber die sollten lieber für ihre Seelen kämpfen, die Menschen, wie für Grundrechte. Weil das ist ja alles Materie, das ist alles Illusion, Täuschung von den Reptiloiden aufgebaut. Die Reptos haben eine Illusionswelt installiert in den letzten 5000 Jahren, die eigentlich gar nicht existiert. Die haben die Welt nach ihren Vorstellungen erschaffen. Und die Menschen denken, das sei das wahre Leben. Das ist es aber nicht. Mhm. Wir leben hier in der Hölle und werden nur abgelenkt, um hier zu bleiben. Und immer wieder gibt es ein Zückerle, damit es uns hier gefällt. Und den guten Menschen geht es deswegen schlecht, weil sie das erkennen, dass sie hier in der Hölle leben. Und die guten Menschen verzweifeln an der Brutalität und an der Dreckigkeit und Bösartigkeit der anderen Menschen. Daran verzweifeln die Guten. Und sie müssen stark bleiben, dürfen nie die Hoffnung aufgeben, weil auch ihr Weg ist vorhergesehen. Und jeder, der heute vielleicht Plejadier ist, für den ist es bestimmt, dass er in 5 Jahren Indigo wird. Das ist für jeden Beseelten möglich. Es können auch seelenlose Mantisse ihre Seele wieder bekommen und wieder bis zum Santina aufsteigen, sogar bis zum Indigo. Aber das sind Prozesse, die gehen über Jahre hinweg und die Menschen müssen eben erkennen, dass sie das nicht erzwingen können. So nach dem Motto, jetzt gebe ich dem Sanandan einen Auftrag und im halben Jahr will ich endlich Indigo sein. Und wenn ich das nicht bin, ist das ein Betrüger. Eindeutig ist es ein Betrüger, weil ich bin nicht Indigo geworden, aber ich glaube, dass ich ein Indigo bin. Und wenn er sagt, ich bin keiner, dann ist er ein Betrüger und böser. Dann muss ich den bekämpfen. Ich habe solche Klienten leider auch.